Auf der Tenne beginnt man mit dem Flachs streffen. Als Arbeitsgerät dient die Streff, durch die der Flachs von den Männern mit großer Kraft gezogen wird, um die Samenkapseln an den Halmspitzen und die Erde an den Wurzelenden zu entfernen. Dabei werden die Verzweigungen abgerissen, sodass nur die geraden Stängel übrig bleiben, die die lange Flachsfaser ergeben. Die Samenkapseln und Nebentriebe werden nun zum Dreschen zusammengekehrt. Auf geht's! Nach dem vorsichtigen Andreschen findet man bald zum fließenden Rhythmus im Dreischlag. Die Kunst besteht darin, die keulenartigen Kilben dicht nebeneinander zu bringen, ohne dass sie sich dabei berühren. Für das Reinigen der Leinsamen siebt man sie erst durch ein Ährrad. Durch die kreisende Bewegung trennt man so das Röpsel von den Samenkörnern, die nach unten durchfallen. In einem letzten Reinigungsgang werden die Samenkörner in die Windmühle gefüllt. Hinten fallen die schweren Leinsamen heraus. Vorne wird die leichte Spreu durch den Wind herausgeweht. Die gebündelten und gestrefften Flachsstängel werden nun aufs Feld gefahren. Beim Rezen werden sie hier der Witterung ausgesetzt, damit der Fermentierungsprozess beginnen kann. Die Flachshalme werden so dünn wie möglich ausgelegt. Wenn Sonne, Wind und Regen das Rezen vorangetrieben haben und der zerriebene Stängel den Bast bereits freigibt, ist es Zeit, den Flachs zu wenden. Oh, der ist schon ganz schön, ja. Bis Allerheilige sind wir fertig. Ja, ja. Bei Trockenheit muss der Flachs immer wieder gegossen werden, um den Zersetzungsprozess in Gang zu halten. Die Kiesel, die sind aber so schwer. Als diese Aufnahmen 1978 entstanden, waren viele der gezeigten Alltagspraktiken kaum mehr bekannt und wurden von den Protagonisten nachgestellt.